Es fickt gerade meinen Kopf. Aber was hältst du vom Artwork? Es passt nicht so perfekt rein ins T-Shirt. Es ist mein Baby so und gerade da habe ich so viel reingesteckt und dann sitze ich halt da wie so ein trotziges Kind, weil ich es nicht hören will, aber ich versuche trotzdem mich emotional zurückzuhalten und professionell zu werden. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lang hat es nicht gedauert, 2 Tage nachdem die Kollektion vorgestellt wurde und heute entspannterweise der Pre-Drop stattfindet um 19 Uhr, ist auch schon die erste Review von MM Insomnia herausgekommen von unseren Kollegen Andy und Klöd, den Standard-Hatern, wenn es um Mode geht. Die haben ja schon einiges zerlegt in der Vergangenheit. Mal schauen, ob es MM jetzt auch aufblättert. Ihr wisst, da steckt ganz, ganz viel Liebe drin, viel Leidenschaft und es geht um mehr als nur Mode. Ich glaube, das ist mit der Message auch extrem gut bei euch angekommen. Also ich habe noch nie so viel positiven Zuspruch für eine Kollektion erhalten. Also da haben mich Nachrichten mit privaten Stories und persönlichem Bezug erreicht, die waren wirklich herzerwärmend. Ich sage, wie es ist. Also großes, großes Dankeschön dafür. Ich bin selbst überwältigt mit dem, wie gut das bei euch angekommen ist. Also vielen lieben Dank dafür. Heute um 19 Uhr geht die Kollektion online auf memvienna.com. Ihr habt 24 Stunden vorzubestellen und euch euer Piece zu sichern. Ich will aber jetzt gar nicht lang quatschen. Wir schauen direkt rein ins Video. MEM Insomnia hat Maximilian alle überrascht. Und im Titel steht aber zwischen Kunst und Abfall. Mal schauen, was mich da erwartet. Wir schauen rein, let's go. Erster Piece. Wollen wir zuhören, was uns erzählt oder wollen wir eine Bewertung machen? Ich sage, wir machen eine Bewertung einfach so. Weil ich möchte. Einfach so ohne irgendwas. Diesen Verkaufswipe haben. Aber okay, dann hast du ja gar keinen Plan, um was geht. Ich will selbst traurig sein dann. Ja, Serie, Marc, es tut mir leid, falls du es siehst. Ich weiß, dass du dir Mühe gegeben hast, also dass du sogar deinen Mund zugenäht hast. Respekt an dieser Stelle, aber unsere Art, wir bewerten die Sachen ohne Verkaufs. Voll krass, die Animation. Gerade bei der Story ist es so wichtig, die Storyline dahinter zu haben, weil es nicht nur darum geht, ein Piece zu designen, sondern was auszudrücken. Ja, was sagst du? Ich glaube, es wird das Shirt gemeint, also das Shirt safe. Aber ich verstehe nicht, es sieht für mich so aus, als würde diese... Das ist so, als würde ich mein Buch kaufen und mir anschauen, wie es außen ausschaut und danach gehen, ob ich es jetzt kaufe oder nicht. Die Animation nicht alle Farben haben, was ich meine? Also ich finde das cool, ist ja gebleached. Ist ja erstmal gebleached, oder? So ist dieses Bleaching, also dieses... Yeah. Das ist Tie-Dye. Tie-Dye-Bleaching-mäßig, also es muss was dazwischen sein. Und es hat halt... Es macht schon Sinn mit Insomnia. Also wenn ja, das macht absolut Sinn. Aber ich hätte ein bisschen direkt das Insomnia in der Mitte vielleicht ein bisschen kleiner gemacht, irgendwo an einem anderen Ort, weißt du, was ich meine? Ja, es war auch cool gewesen, wenn du jetzt gerade so das Insomnia ansprichst, wenn die Insomnia in diesem Tornado drin versteckt wäre. Warte jetzt aufs Backpiece, das kannst du nicht auf beiden Seiten machen. Es gibt mir diese Vibes von, kennst du diese Justin Bieber Tour 2017? Ja, checkst du. Also ich finde die schlimm. Also, dass man es erst auf zweiten Blick erkennt, so, weißt du, was ich meine? Also ich hätte es cool gefunden, weil wenn es schon so diese Paralyse-artigen Vibes hat, wenn dieses Insomnia in diesem Ton... Wart auf Backprinting. Mal drin versteckt, also nicht versteckt, sondern so einfach reingemischt worden wäre. Mhm. Aber hat es auch hinten was? Lange entwickelten Teil der Wasch. So ein Totenkopf, oder? Ich glaube, da hinten ist noch was. Warte, lass mich das sehen. Nein, das ist Logo. Ein besonderer Eye-Catcher der Kollektion. Besonders zu erwähnen ist der Kragen, die Ärmel und auch die Bottom der Shirts. Diese wurden nämlich von Hand distressed. Geben dem Shirt einen zusätzlichen Buff. Das fühle ich. Also ich sage immer, Freunde, dieses Distressing. Ich bin mehr der Fan, wenn dieses Distressing natürlich kommt, weil das kommt meistens. Also ihr wisst das, glaube ich, schon. Das Artwork hinten von der russischen Künstlerin, das ist ja auch dieses Gedankenkreisen. Und die wurde eben, deswegen haben wir dieses Shirt gemacht, weil die sich quasi in ihrem Loch verlieren soll. Also so wie sie es sich gedacht haben, ist schon richtig. Allerdings halt nur am Backprinting, nicht vorne. Natürlich. Ja, aber also, das ist ein längerer Prozess. Ja, ist ein sehr langer Prozess. Also, bis das Shirt so oben und distressed ist, geht schon lange Arbeit. Ich finde das auch cool, wenn das Brands machen, muss ich ehrlich sagen. Ein Kunstwerk von der russischen Künstlerin Alisha Pushkin. Ey, das ist... Weil ich denke, irgendwie das ist so totenkopfmäßig. Warte, vielleicht gibt es noch einen Zoom? Das ist besonders den Lang. Boah, ey, aber irgendwie stört mich das ein bisschen. Weil, ey, ich habe das gehört. Ja, aber das habe ich vorhin gar nicht gesehen, was ich gedreht hatte. Besonders. Ich finde das cool, aber irgendwie stört mich dieser Nebel hinter dem. Checkst du? Wir haben diesen Glow-Effekt gemacht, weil sich sonst komplett verlieren würde.
Und weil auch dieser Nebel quasi auch zeigen soll, wie man so duselig ist. Ja, meine? Ja, ja. Aber also, nein, ich finde das Artwork ist cool gemacht. Also auch, dass eine Künstlerin engagiert für sowas. Aber irgendwie fuck mich gerade. Also mich fuck, es sieht so aus, als würde man so A4-Blatt drüber kleben, so bei Photoshop und auch die Rundungen weich machen. Mhm. Aber das war auch extrem viel Aufwand, das so hinzubekommen, dass das wirklich auch etwas hervorsticht. Deswegen ist auch der Nebel da. Ohne Nebel wird es gar nicht gehen. Aber nicht so weich, dass es ein Über... Hä? Es fick gerade meinen Kopf. Aber was hältst du vom Artwork? Es passt nicht so perfekt rein ins T-Shirt. Ins T-Shirt? Ja. Ich finde, I don't know, ich finde, es ist... Aber es kann auch sein, dass es nur so vorkommt, weil es halt so ein Grafikbild ist. Weißt du, was ich meine? Ich kann... Die Sache ist... Die Sache ist für mich irgendwie zu überladen. Man muss es in Real Life wirklich sehen, weil ich denke, das ist mehr so ein Grafikbild. Denkst du? Ja, ich denke. Aber es ist immer das Problem, weil Max, er hat da nie. Das war das aufwendigste, die aufwendigste Grafik überhaupt. Boah. Er hat immer nur Grafiken, also er hat so nicht diese Sachen in Hand. Das ist immer das andere, weil in Hand sieht alles anders aus. Ja. Naja, Pre-Job und danach gibt es einen offiziellen Job. Das ist schon so. Aber was gibt es denn Schild 1 bis 10? Also, ihr müsst auch sehen, Freunde, wir sind auch befreundet mit Max, also ich bin auch ehrlich. Für mich, wenn es nur vorne dieses Insomnia hätte oder nur hinten dieses Artwork, wäre es viel besser. Also nur, ja. Weil für mich ist irgendwie zu überladen, ich weiß nicht. Weil für mich ist so ein 4,5, 5. Für mich die Sache, ich würde das noch zum Feiern tragen, also weißt du, zum Feiern wäre safe nice. Deswegen, ich sehe das diesem Aspekt und ich würde dem so eine 6,5 geben von 10. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht so, man hätte es besser machen können. Es ist safe nicht schlecht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier auf dem Stuhl falle. Weil zum Beispiel, aus dieser Grafik sieht es wiederum besser aus, was ich meine? Ja, so sieht es viel besser aus. Die Frage ist, wie sieht es dann in real aus? Genau, das ist das Problem. Ich hasse bei Max oft so, dass man nie weiß, wie es dann wirklich aussieht. Aber Schnitt ist cool. Gestalten kommen wir nun zum nächsten Shirt, das MMFXMY-Shirt. Ein schlichtes, cremeweißes Shirt ohne Distress, das wie auch die anderen Shirts aus der Ey, da finde ich zum Beispiel den Backprint nicht mal so disgusting. Ich finde es easy. Es ist voll okay, aber ich hätte den Backprint nicht so zentral gemacht, weil Insomnia ist doch ein Durcheinander und das Ganze. Vielleicht ein bisschen schräg. Eigentlich, guter Gedanke. Eigentlich hätte man jetzt MLM zum Beispiel oder Kalar macht das Gefühl für jede Season eine neue Grafik. Man hätte für diese Season auch bei MLM dieses Logo abändern können. Das ist das abgeänderte Logo. So, mehr so psychisch, ja. Weißt du. Genau das wurde gemacht. So, was steht hier? Wurde an die Front und das Frontprinting angepasst. Aber das sind halt alles Infos, die würde man wissen, wenn man sich das Video anschaut. All I wanna wear is Sie gehen halt trocken her, nehmen die Pieces und bewerten die so. Smile and this T-Shirt. Ja, ist halt diese, also man muss auch sagen, es hat diese Vetements-Vibes, also safe. Also Max ist ja großer Vetements-Balenciaga-Fan. Aber die Sache ist bei Vetements, weil es halt schon von Anfang an diese Selbstironie hatte, komme authentisch aus. Ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie auch so, I don't know, will ich es tragen? Ich würde Vetements eher als sozial- und gesellschaftskritisch beschreiben und das ist auch eins der Dinge, die mir von Anfang an bei MEM wichtig waren. Ich frage mich halt so, ich finde die Idee funny, aber würde ich es tragen? Also hätte ich es, würde ich schon tragen. So, das ist, du musst es mehr sehen als so, es ist ein funktionales T-Shirt für ein, wenn du was kriegen weißt, es ist jetzt nicht ein T-Shirt, das jetzt dein Outfit bereicht. Und funny soll das eigentlich nicht sein. Es ist mehr... All I wanna wear is a fake smile and this T-Shirt. Es geht darum... Lasst mich angehend, redet mich nicht an, wenn mich wer fragt, wie geht's dir, sage ich, ja, alles im Grünen, alles super und in mir drinnen schaut es aber ganz anders aus. Das soll es deckt ab, wenn zum Beispiel viel unten los ist, dann kannst du hier... Also funny eigentlich nicht. Schnitteres T-Shirt anziehen. Aber die Sache ist bei dem Shirt, weil ich habe jetzt einen guten Gedanken. Die Sache ist, das Shirt soll symbolisieren so diese Fake-Gesellschaft, wo man einfach ja dieses Lächeln aufsetzen sollte. Ah doch. Diese Masken. Aber ich finde zum Beispiel jetzt sehr, sehr wichtiger Input. Wäre das weiß auf weiß, dieses All I Wanna Wear ist das Fake, this shirt is fake smile, wäre es weiß auf weiß und man würde es nicht direkt sehen, dann würde es doch viel mehr nochmal den Sinn erfüllen. Naja. Weil mag sein, ich verstehe den Gedankengang, aber es soll ein Statement sein. Und ein Statement, das man nicht lesen kann, schwierig. Jeder versteht das, weil viele leben in dieser Illusion, wo man einfach hinnimmt, dass es so sein sollte. Und wenn dieses Schild weiß auf weiß wäre und hinten nur dieses Logo hätte und man würde dann nahe kommen und dann sieht man erst diesen Schriftzug, würde es viel mehr Sinn machen. Es würde auch dann sehr gut zur Illusion passen. So, ja. Ist es da oder ist es nicht da? Stellt man sich was vor oder nicht? Weil es ist weiß auf weiß. Man muss es trotzdem dreimal genau hinschauen. Genau, weil wie bei Insomnia, ich weiß, das sind diese Hauptfokus von Max, also die Krankheit selber. Kommt man fast vor, so als wäre das eine Do-It-Yourself-Marke. Da kannst du die Farben dann aussuchen. Aber bei Insomnia hast du... Aber ich verstehe den Gedankengang, was er meint. Oft auch dieses Perplex, du weißt nicht genau, was abläuft. Ja. Es ist nun mal so, zum Beispiel,
Okay, erzähl ich meine Real-Life-Story, aber kommen wir weiter. Aber das finde ich wiederum cooler. Ich finde irgendwie weiß. Wie schneller das sieht. Auf schwarz finde ich cooler, aber das Schnitt. Was ist mit so, weiß auf schwarz. Los? Bin ich behindert? Weil das ist eine Grafik. Das ist ja, aber der Schnitt, sieht so aus, als würdest du die. Schnitt, das haben wir mit Absicht gemacht. Der Schnitt, weil ich es catchy fand und die Grafik so ein bisschen absurd sein soll. Aber wie gesagt, alle Pieces findet ihr eh nochmal auf Instagram und. Der Schnitt ist ähnlich wie bei Erotica, nur haben wir unten einen Zentimeter weggenommen. Die Ärmel so fliegen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist ein Fehler vom System, aber... Na, es ist mit Absicht gemacht. Aber das ist mein favorite Shirt bis jetzt. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Safe. Das ist geil, das finde ich cool. Das freut mich. Geil. Also dem letzten... Und, ist das, wenn das hier violett ist, ist ein ganz guter Akzent hier, violett. Ja. Na, das ist rosa. Ja, wow, hab ich gar nicht gesehen. Ah, King. Normal. Ey, dem Schuh gebe ich eine 8,5 von 10. Safe, nice. Ich gebe eine 9 sogar. Safe. Oh, Freunde, sehr kritische Stimmen, aber... Nice. Okay, oh, ey, dieses Poloshirt habe ich bei Max gesehen in Real Life, in Wien. Eingeblendet, falls sonst was, aber dieses Poloshirt kam sehr, sehr stramm. Es war, bevor er was erzählt, ich fand es super geil. Es war auch so distressed unten, es gab so diese Motten, weil, also ich meine, du findest so Shirt von Vater, das ist so 10 Jahre alt. Gesundheit. Danke. Das ist 10 Jahre, als im Schrank war und die Motten haben so aufgefressen, es war wirklich geil, schön. So, als hättest du schon 1000 Mal gewaschen. Ja, aber wirklich geiles Shirt. No, nee, das gefällt mir sehr gut. Vor allem, es glänzt auch super cool in Real Life, was ich gesehen habe. Auch mal. Die Sache ist so, ich würde allgemein diese Kollektion bis jetzt eher so am Abend tragen. Weißt du, so diese Party-Shirts. Weil es immer, ja. Immer vorstellen, du gehst nicht zur Hochzeit im gleichen Shirt, wie du Raven gehst, 3 in der Früh. Ja, ist kein Hochzeitsshirt. Eine Früh im Bergheim. Wir hoffen es mal nicht. Ich finde es eigentlich auch gut, dass Max diesen Aspekt anspricht von so Ausgang-Feiern-Sachen. Weil Max, ihr werdet es im Vlog sehen, wir waren zusammen feiern, es war geil. Und wir sind bis er gespawnt ist. Ja, beide, also Max und ich sind beide so feiern Menschen. Glöd auch. Finde ich cool. Ich gebe 8,5. Ich gebe eine 9. Cool. Mir gefällt sehr gut. Fett, danke. Das ist jetzt auf jeden Fall auf ersten Blick. Am Anfang war ich schon ein bisschen gekränkt, weil das LST ist mein Lieblingst-T-Shirt und es war auch die meiste Arbeit. Ein Branding erkenne. Das, ja. Das gefällt mir sehr gut. Doch, es hat ein Branding, aber Farbe auf ja, der Brust. Ihr merkt, ich tue mir oft so ein bisschen schwer, mit wenn die Kritik dann... Es ist mein Baby so und gerade da habe ich so viel reingesteckt und dann sitze ich halt da wie so ein trotziges Kind, weil ich es nicht hören will, aber ich versuche trotzdem mich emotional zurückzuhalten und professionell zu werden. Sorry, wenn ich es an manchen Stellen nicht bin, aber gerade da steckt so viel drinnen und dann. Das ist wie wenn du ein Kind hast und dann geht wer her und sagt, das ist aber kein fesches Kind. Weißt du, was ich meine? Das erkennt man erst in Real Life da. Dankeschön. Das war gar nichts meines Freundes, weil das ist halt gar nicht. Habe ich mal fast gedacht. Meine Farbe so. Doch, Farbe finde ich cool wiederum, aber ich trage so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich trage in letzter Zeit so selten Hoodies. Also ist abgesehen vom Wetter. Boah, Hoodie, wichtig. Keine Ahnung. Kommt das wieder? Ja, kommt das safe wieder. Aber ich glaube, die Zielgruppe wird es safe fühlen. No, ohne Frage. Also ich, so wie ich sie einschätze, safe. Aber machen wir weiter. Hat auch wiederum einen Vorderprint. Ist okay. Das gibt mir so Kuppels-Vibe. Vibes. Kennst du die? Couples. Ah, der Couples. Das ist nicht Couples mit 2 U. Ich glaube, es ist der Couples. Ich weiß gar nicht. Oder Couples. Ich weiß nicht. Oder Couples. 2 U, genau. 2 U, glaube ich. Ja, die englische Brand of London. Das eh, oder auch McQueen ein bisschen. Das ist alles in einer Schiene. Ja, aber ich glaube, David, so der Gedanke ist so rave till you die. Weißt du, ich meine, es gibt irgendwie so ein Symbol, rave to death, wo man so weiß, so, du tanzt bis du stirbst mäßig. Okay. Aber so halt auf krassen Drogen halt. 500 GSM, nicht mal 540, Montana Black hier, der Rest der deutschen Fashion Brands hier unten, abschauen. Oh shit. Okay, das ist cool. So auf so wie beim Travis Scott Jordan, wo es diese versteckte Tasche gibt für das Weed-Lager. Ey, safe, cooler Gedanke, no joke, für so ein paar Kondome, Kaugummi, mach. Ah, den habe ich schon bei Max auf Instagram gesehen. Ich muss ehrlich bei dem Piece zuerst so, ich hab's gefeiert, aber ich muss auch lachen, weißt du wieso? Das gibt mir richtig diese Rick Owens Vibes. Also ich kurz zusammengefasst. Kein Plan, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Rick Owens, das wisst ihr, glaube ich. Ist gar nicht meine Wave. Rick benutzt halt sehr, sehr gerne so Zipper, die halt man
Aber machen die, macht er nicht so schief irgendwas? Weil bei uns ist geschwungen und kurvig. Schwung, weiß ich meine. Ja, okay, nein. Bei uns geht es halt wirklich so und so. Asymmetrie eigentlich. Ja, Asymmetrie. Aber ich finde halt gewagt, dass es Max probiert. Aber ich weiß dann ehrlich nicht, ob das die Zielgruppe von Max feiern würde. Oder das tragen würde. Schwer zu sagen. Sehr schwer. Also, da bin ich auch sehr gespannt, was der Max erzählt nach dem Verkauf. Stell dir vor, der Mr. Neeson, das flasht mich immer noch. Ah, da ist das Sweater, den anhat. Den habe ich die ganze Zeit schon gesehen und gedacht, der ist krass, Mann, der Sweater. Weil der Schnitt und so, das gefällt mir sehr krass. Ey, schön. No joke, aber das wiederum, da finde ich halt gut, dass er das halt eingehalten hat. Also er hat ja das Motiv auch beim Polo, dieses verwaschene. So, ey, das finde ich mega geil. Also finde ich super Ding, also finde ich auch. By the way, was gibt es denn im anderen Zip-Hoodie? Ich gebe ihm eine 5 von 10. Ich gebe eine 6. Aber dem Piece hier gebe ich eine 9,75. Oh, let's go! Die gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Vor allem, dass es kein Dings hat, kein Kragen. Ja, dass es kein Sweater ist, dass es halt ein Pulli halt ist. Ja. Keine Kapuze. Ah, so meinst du, kein Hoodie. Ja, ja. Ja, safe, also ich gebe dem eine 8, ich finde auch cool. Ich finde auch cool, aber so, keine Ahnung, das Polen gefällt mir nochmal mehr. Keine Ahnung, ja, beides gefällt mir sehr gut, aber das catcht mich schon gut. Ey, by the way, ich muss immer noch sagen, eines der krassesten Pieces, die ich jemals von einer deutschen Brand gekauft habe mäßig, ist safe die M&M Leder Pants. Die Hose habe ich zerstört, ich habe die genommen und gefressen. Ey, Claudio weiß, dass ich mit der das angemacht habe. Die hat gut ausgesehen, muss ich also lassen. So krank, wo haben die noch diese Bilder her? Die sind gar nicht mehr auf der Homepage. Ich habe in der so viele Raves mitgemacht, also ich war so oft so gottlos Techno feiern. Ich komme nach Hause um 7 in der Früh und die ist so platschnass. Ja, die M&M Lederhose, die feiert er komplett. Also der Carpenter Jeans sagt, okay. Ey, ich sag dem vor ehrlich, die Hose wäre 10-mal krasser, wäre die schwarz mit diesem Fade. Das ist ist schwarz mit dem Fade. Das ist so ein Grau oder so ein Grau. Ist das gleiche etwa, die Farbe ist ja ähnlich wie beim Sweater. Sieht man aber dann noch, wenn man sie an mir sieht. Aber da finde ich es too much. Ey, wäre diese Farbe, also dieses Schwarz mit diesem Grau abgenutzt, wäre 1000-mal nice. Ja, so ist sie. Das ist aber nicht so schlecht aus. Aber es kommt das Licht drauf an. Ist also ja. Aber es ist schwarz. Es ist einfach das schwarze Modell von der blauen Jeans, die wir letztes Jahr hatten. Schwierig. Ey, das ist gar nicht mein Film. Gar nicht mein Film. Also ich mag halt, ich bin nicht, die Sache ist, ich habe in meinem Leben so viel Call of Duty gespielt, dass ich so alle Camo schon gesehen habe und ich war nie so dieser Fan. Ich bin ärgerer Camo-Fan. Auf Camo, aber irgendwie, es hat schon was, aber es ist nicht mein Film. Aber mach. Ah, krass. Ist das die erste Song? Ey, ich schwöre, die sieht wirklich arm. Ich finde, die sieht aus wie Sandro Atelier, auch von der Seite. Sie ist ein bisschen ganz leicht anders, aber ich check deinen Punkt. Ich weiß schon, was du meinst. Ich habe so ein Gefühl, als wären die so von der gleichen Fabrik, aber mit anderen Farben. Ich stell dir vor, das wäre ganz krass. Aber ich finde die cool. Ne, die gefällt mir sehr gut. Die würde ich safe tragen. Safe. Also ey, Max, kannst du gerne zuschicken. Cool. Jawohl, ist gemacht. No joke. Ja, ich finde, die Tönung passt zum Winter. Ich bin auch mehr, also ich finde die nice. Ich würde die safe tragen. Ich gebe dir eine 8. 8,5 von 10. Crazy, das ist ja richtig gutes Feedback. Gefällt mir sehr. Ich war schon nervös, auch gleich, wo der Anfang losgegangen ist, weil, ja, die haben ja... Ich glaube, es war gelungen. Ich glaube, es war die beste bis jetzt. Also, die safe, die beste Kollektion, die ich bis jetzt im Kopf habe von M&M. Ja, same. Ich würde sagen, die Kollektion allgemein so eine 7 von 10. Solide Kollektion, ja. Gute Kollektion. Also, für mich war safe Highlight das Polo-Shirt. Dieses T-Shirt mit dem ADHS und so, das ist perfekt zu Max passt, no joke, passt perfekt zu ihm. Und dazu noch die Brille, das waren die drei Favoriten. Sweater. Sweater war auch noch stark. Ja, Sweater war, der war für mich so nice, aber der war nicht so wow. Also mehr als die Hälfte der Pieces sind wirklich gut. Ja. So kann man sagen. Also ich weiß nicht, wie die Preise sind eher gehoben bei Max, aber auch die Qualität ist gut. Also die Quali, ich habe eben wie schon gesagt ein paar Dinge gehabt. Ich sind kann gut, mich, Quali. Ja, ja. Das ist die Kollektion von Max. Schaut gerne vorbei, der Drop ist heute noch, könnt ihr heute noch bestellen bis 7 Uhr und sonst in ein paar Wochen kommt es online. Grüße gehen raus an Max Abi, das ist meine Freunde. Schreibt die nächste Kollektion, die ihr sehen wollt, in die Kommentare. Cool, sehr, sehr cooles Feedback. Ja, im Großen und Ganzen, ich bin ganz zufrieden, kann man sagen. Ich glaube, das ist auch eins von den besseren Bewertungen, die normalerweise raushauen. Also ja, ich freue mich. Wie gesagt, heute um 19 Uhr könnt ihr vorbestellen für 24 Stunden und dann erhaltet euer Produkt noch eine Woche vor allen anderen. In diesem Sinne, Freunde, mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und ich hoffe, ihr seid heute am Start um 19 Uhr. Bis morgen um 19 Uhr. Freunde, das ist von mir, euer Maximilian.